Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Und es sieht so aus, als müsste ich zuallererst mal heute den Streitschlichter spielen, denn der werte Paul ist offensichtlich auf irgendetwas angefressen, keine Ahnung. Oh Markus, wie geht es dir? Wir haben uns in letzter Zeit gar nicht ausgetauscht. Dabei habe ich dich zwischendurch sogar gesehen. Deine Haltung beim Gehen war unter aller Kanone. Das passiert, wenn man so lange sein Training schleifen lässt. Schlürp. Okay, offensichtlich will er mir nicht erzählen, was los ist, aber der hat auf jeden Fall gerade relativ wütend ausgesehen. Na gut, das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen, dass es unter den Bewohnern eventuell ein bisschen klirscht. Tja, er wird schon wissen, was er tut. Ja, erst einmal jetzt Baumeister-Ding, Inseldesigner-App öffnen, denn, ihr seht schon, ich habe ein bisschen was bei den Wegen verpatzt. Ich weiß nicht, warum ich die übersehen habe. Das muss ich kurz mal nachholen. Ja, ansonsten werde ich heute noch eventuell ein paar Hecken platzieren und ansonsten auch noch beim Marktplatz etwas verändern. Nämlich die Stände, die werden wir färben. Weil ich finde, dieses Holz auf diesen Steinding, das passt irgendwie nicht. Und ich habe gesehen, man kann wirklich mit genügend, wie heißen die Dinger, Umgestaltungssets, kann man auf jeden Fall die Stände nochmal gut ein bisschen umdesignen. Ist ein bisschen teurer, aber ganz ehrlich, dafür habe ich noch das Geld. Ja, die Bewohnerin, die kennt ihr, glaube ich, noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob man sie bisher schon in dem Video gesehen hat. Das ist die letzte Bewohnerin, die jetzt eben dazugekommen ist. Ihr Name, Mareile. Hat ihr was angestellt? Oder was treibt dich hier, Hühnermist? Ja, lass uns mal plaudern ein bisschen. Das Leben auf einer einsamen Insel hat was. Wie? Unsere Insel ist gar nicht so einsam, wenn du meinst. Okay. Ja, ihr Spruch ist übrigens Hühnermist, ich weiß nicht wieso. Also, so Schlürp oder sowas, Flatsch oder wie es halt Susanne hat, okay. Aber, oder Zwinker, keine Ahnung, was da für Sprüche geht. Aber Hühnermist, warum? Das versteht echt der Teufel. Soll ich hier einen Doppelweg machen? Ich glaube, das sieht gar nicht mehr so verkehrt aus, wenn ich hier einen Doppelweg mache. Allgemein wollte ich ein bisschen umbauen bezüglich Doppelwege und sowas. Weil ich muss schon sagen, Doppelwege sehen in einer gewissen Weise doch besser aus. Habe ich auch bei Kino gesehen. Oh, wenn er nicht wieder alles entfernen würde. Habe ich auch bei Kino gesehen. Also er streamt in letzter Zeit sehr, sehr viel Animal Crossing. Auch mit viel Erfolg. Respekt übrigens an der Stelle. Hast du dir auf jeden Fall verdient. Ja, und unter anderem, ich finde bei ihm diese Doppelwege, die sehen echt gut aus. Und deswegen, ich probiere mal. Die Bäume stehen jetzt gerade ein bisschen blöd. Natürlich, die Zugänge zu den Häusern müssen wir nach wie vor so einstellig machen. Das geht nicht anders. Eingleisig, nenne ich es jetzt mal. Ja, ansonsten, ich könnte mir noch vorstellen, das kann ich auch noch machen, später dann alles mit Hecken oder sowas zumachen. Hecken kosten halt leider relativ viel Unkraut, wird übrigens auch als Zaun gewertet. Ich sollte mir wieder auch mal mein Insel-Image angucken. Vielleicht haben wir mittlerweile schon die 5 Sterne aufgrund der ganzen Hecken. Gut, das wird jetzt noch ein Zeitchen dauern hier. Ja, natürlich, ich muss noch ein paar Bäume abforsten, denn nach wie vor heißt es laut Melinda, dass wir zu viele Bäume auf der Insel haben. Ich kann mir echt nicht vorstellen, warum es diese Kritik gibt. Ich meine, Bäume sind doch cool. Wirklich. Das ist doch absolut cool. Und Wegweiser sind auch überall platziert. Ich weiß gar nicht, was da eigentlich das Problem ist. Den muss man doch nur lesen. Leider kann man halt separat nichts draufschreiben, das finde ich schade. Also wenn man wirklich die Wegweiser so benutzerdefiniert ändern könnte, ich würde das mega feiern. Ich würde gar sagen, nichts anderes machen. Ich würde alles so richtig cool umbenennen. Keine Ahnung, dann würde ich auch den Fußballplatz in so ein Stadion umbenennen, je nachdem. Ohne Sitzplätze, komischerweise. Müssen wir auch noch was platzieren. Der Fußballplatz ist keineswegs schon abgeschlossen. Da fehlt noch einiges. Wahrscheinlich werde ich dort oben auch irgendwelche Stände oder sowas machen. Also Verkaufsstände. Weil, wie schon damals erwähnt, ich glaube, es gehört einfach dazu, wenn man am Fußballplatz Getränke und sowas bekommt. Ganz egal, ob kleiner oder großer Verein. In jedem Dorfverein ist das, glaube ich, ist das üblich. Also, bitte. Müssen wir das da oben bei uns auch tun. Weil sonst sind wir kein richtiger Verein hier. Sind wir allgemein nicht. So, hier lasse ich den Terrakotta-Weg mal bleiben. Nur hier rüben lasse ich jetzt fürs erste Mal den Doppelsteinweg. Und ich könnte natürlich hier rauf auch gleich warten. Na, nicht weg. Nicht weg. Ist natürlich auch dazu da, dass ich verhindern kann, dass sich die Blumen automatisch erweitern, ausbreiten. Auch wenn man natürlich seltene Arten bekommt, aber es nervt mich manchmal mega. Wenn da jedes Mal, jeden Tag irgendwo 5 neue Pflanzen sind. Weil ich halt so viele coole Leute habe, die meinen, ja, so Blumen gießen jeden Tag 10.000 Mal, warum denn nicht? Ist mein neues Hobby.
Und zum Museum kann ich auch noch einen Doppelweg machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie müsste ich, glaube ich, den Marktplatz ein Stück kleiner machen. Weil sonst komme ich hier mit dem Doppelweg nicht weiter. Na gut. Wartet. Stimmt aber echt, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Joa, gefällt mir. Das heißt, es fehlen jetzt dann nur noch Hecken. Hier muss ich nach wie vor mit einem Einzelweg bleiben, obwohl, nicht ganz, hier kann ich auch einen Doppelweg machen. Ich meine, warum sollte hier gerade wieder ein Einstellen? Ich meine, da nach oben geht es halt logischerweise nur so. Und auch das rechts werde ich einstellig lassen. Ich finde, das sieht einfach viel besser aus und gemütlicher. War das der restliche Weg? Ein Feld ist noch frei. Jetzt müsste hier ein Doppelweg sein. Gut. Und auch hierhin mache ich auch gleich mal kurz Doppelweg. Und ansonsten müsste ich eigentlich schon überall alles haben. Gut. Ich muss übrigens sagen, dieser neue Shop, der gefällt mir echt gut. Vom Design her. Der sieht echt gut aus. Bin gespannt, ob er sich auf jeden Fall noch ein weiteres Mal ausbauen wird. Ja, hier bleibe ich auf jeden Fall einstellig, das ist klar. Also der Weg, der wird sich hier nicht groß erweitern. Hier sind auch schon zweistellige und sowas, das reicht vollkommen. Gut, das heißt, ich kann die Dinge, glaube ich, jetzt wieder beenden. Werd sie heute nicht mehr brauchen. Ja, allgemein, ich habe übrigens ein paar schöne Nukmen wieder bekommen. Bezüglich letztes den Rügenverkauf. Weil da, keine Ahnung, ich habe halt Rüben anscheinend noch nie verkauft gehabt oder noch nie so wirklich zu hohen Preisen. Und somit ist dann halt relativ viel beim Nukmine-Programm angeschlagen und so konnte ich tausende von Meilen ergattern. Jetzt muss ich mir erstmal mit Unkraut holen, so schnell es geht. Die Zeit drängt, Zeit ist Geld. Habe ich auch genug, ja. Am Unkraut hapert schon mal nichts. Ansonsten. Habe ich noch, nee. Ich habe keine Hecke mehr. Das ist blöd. Also muss ich wirklich alles craften. Ja, und diese Nukmeilen habe ich übrigens schon ausgegeben. Kann ich euch kurz zeigen. Und zwar für, wenn ich es spontan jetzt ganz schnell finde. Ich suche jetzt wieder eine halbe Stunde. Okay, ich bin schon vorbei. Wo habe ich es denn? Hier. Für den Ziegelsteinbrunnen einmal und für das Silo. Das Silo muss ich aber sagen, das ist sauteuer. Also, wenn ich irgendwo ein Ackerfeld sowas bauen möchte, dann wäre es natürlich gut, aber ich dachte mir halt so, wahrscheinlich ist es eh mega groß, deswegen keine Ahnung, wo ich das hinsetzen werde. Vielleicht irgendwo, wo dann Platz ist, dass ich das nochmal hinsetze. Am besten bei der Obstplantage. Ich glaube, da könnte ich es mir gut vorstellen. Ja, und der Ziegelsteinbrunnen, I don't know. Da würde ich mir was überlegen. So, und jetzt habe ich wieder Material vergessen, was mir ganz spontan einfällt. Wo habe ich es? Hier. Ich brauche die Umgestaltungssets. Ich möchte nicht nur Hecken machen, sondern ich möchte eben auch diese Marktstände, wie schon erwähnt. Heute bin ich viel am Stottern, ich weiß, keine Ahnung. Obwohl, heute habe ich ganz gut geschlafen eigentlich, muss ich sagen. Also an dem kann es nicht liegen. Ich bin überhaupt froh, wenn ich mal gut schlafe. Mein Schlafrhythmus in letzter Zeit lässt nämlich auch wieder ein bisschen zu wünschen übrig. Gut. Dann fangen wir jetzt mal an mit... Ja, warte, Blödsinn. Das war das Falsche. Warte mal kurz. Habe ich nicht den Werkbank sogar am Marktplatz? Hier, oder? Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit weg, wenn ich eh hier was habe? Fragen über Fragen mal wieder in meinem Leben. Und jetzt habe ich mich schon wieder verklickt. Ich möchte nicht basteln, ich möchte umgestalten. Wo habe ich es? Hier. Der Verkaufsstand. Das wäre natürlich die ganz normale Variante. Dann dunkelbraun, hat ein bisschen asiatischen Like. Hellbraun, grün, rosa, weiß, schwarz und grau. Okay. Und vorn gibt es auch noch was. Grüne Streifen, rote Streifen, bunt und Wellen. Also am ersten wird es das hier und... Warte mal. Es braucht doch irgendwas Eigenes. Na komm, hier machen wir auf jeden Fall grüne Streifen. Das kostet jetzt insgesamt
wenn ich das so lasse, 3 Umgestaltungssets, na gut. Okay, das heißt, wir können jeden Marktstand ein bisschen anders machen, das finde ich so ganz gut. Also das sieht dann noch viel besser aus. Ja, das ist das Umgestalten. Ich habe es bis jetzt relativ wenig genutzt. Ich glaube, das kann sich ab heute wirklich ändern. Ein Stück noch nach oben. Ja, es sieht schon viel besser aus. Gut. So Leute, ich musste ganz kurz cutten, kam gerade etwas dazwischen, aber keine Sorge, ich habe schon nicht wieder alles vergessen, da braucht ihr keine Angst haben. Gut, und vor allem jetzt habe ich hier beim Umdesign gerade einen guten Vorteil. Erstens mal, die Schilder weisen ganz genau darauf hin, wo die Stände wieder hinkommen. Das ist schon mal was Gutes. So, welche Farben nehmen wir dieses Mal? Und ich habe mich schon wieder verklickt, das darf doch nicht wahr sein. Boah, ich habe bis jetzt so wenig umgestaltet und jedes Mal vertue ich mich aufs Neue. Also, den ersten machen wir... Ich finde halt dieses Schwarz und sowas, ich finde das passt echt gut. Aber auch das Grüne hat nicht unbedingt... Nee, das weiß ich ja. Wartet. Und anschließend... Ja, den Roten. Den Roten hatten wir auch noch gar nicht. Heißt einen Weißrotner. Passt doch gut zu meiner Nationalität. Mit Österreich. Lass ich durchgehen. So, und der zweite Verkaufsstand, den machen wir... Ich hätte gesagt, den machen wir auch wieder so. Und mit einem... Sollen wir ohne Dach machen? Warum nicht? Oder... Ne, komm, machen wir so. Machen wir so. Das Design sieht auch ganz lässig aus. Hauptsache, wir haben überhaupt mal was umgestaltet. Und ich glaube, ja... Ihr hört es schon. Auch Nukmeilen wird das wieder bringen, weil ganz ehrlich, ich glaube, von dem her habe ich noch gar nichts geholt oder sowas. Ich habe ab und zu mal Werkzeug umgestaltet, weil ich gerade die Dinger dabei hatte, aber ansonsten kam das relativ wenig vorher. Es sieht viel besser aus. Von diesen Holzständen hatte ich nämlich nach einer Zeit schon ein bisschen genug, sage ich jetzt mal. So, warum habe ich eigentlich 3 Birnen mitgenommen? Ja, muss ich nicht verstehen. So, was hatte ich denn da alles nochmal drauf? Bei dem einen war Holz und bei dem anderen war ein Eisen und ein Lehm. In welcher Anordnung, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich gebe hier jetzt mal das Eisen drauf. Einmal. Und hier das Lehm. Ich muss halt ein bisschen Abwechslung reinbringen. Vielleicht werde ich das irgendwann mal umändern, also dass ich wirklich nicht nur Rohstoffe, sondern keine Ahnung, was auch immer. Also die Früchte bleiben auf jeden Fall, das ist klar. Ja, und ich finde, das ergibt gleich hier ein komplett anderes Feeling mit der Farbe. Gut, dann kommen wir jetzt zum eigentlich Wichtigen, nämlich den Hecken. Die habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Also, jetzt muss ich erstmal wieder finden. Vom Machen ist gut die Rede hier unten. Das kostet mir. Ich kann gar nicht so viele machen, ich habe keine Äste. Warum kostet das eigentlich so viele Äste? Von denen habe ich nie welche gesammelt. Wirklich nie. Meistens immer dann notfalls gesammelt, wenn ich halt mal kurz ein Werkzeug gebraucht habe, aber sonst habe ich eigentlich Äste nie bei mir an der Seitenlinie gehabt. An der Seitenlinie, was ist das wieder für eine Metapher? Gut, wie kriege ich jetzt ganz schnell Äste? Bäume schütteln. Gut, einer, zwei, enttäusch mich nicht, 3, 4, ein fünfter geht noch, komm, enttäusch mich nicht, komm. Ich weiß, das ist noch ein Astdobner. Blöde Metapher, natürlich ist dann Astdobner. Er will nur nicht runterfallen. Ein bisschen hartnäckig. Aber der, natürlich, der weiß, wie man Äste droppt. Schaut euch das an. 5-mal, 6, 7-mal. 7 Äste mit 7-mal schütteln, das ist gut. Da lief jetzt mal ordentlich. Gut, wie viel habe ich jetzt? Das habe ich hier nicht gesehen. 12 Stück. Ja, ist noch ein bisschen zu wenig. Noch 3 weitere würde ich gerne brauchen, dann habe ich wenigstens 50 Hecken. 1, 2, los, ich weiß, da kommt noch ein dritter runter. Genau. Das heißt, ich sollte mal privat eventuell ein paar Äste farmen. Auch wenn es sich so dumm anhört, aber naja. Manchmal sind es auch die wertlosesten Materialien, die wir noch brauchen. Kann ich Hecken eigentlich auch umgestalten? Wenn ja, wäre es krass. Wisst ihr, so eine orangene Hecke? Oder besser gesagt, so eine Regenbogenhecke. Wenn man die umgestalten kann, dann mache ich das auf jeden Fall. Ich glaube es aber nicht.
Vor allem müsste ich halt auch die ganzen Hecken da trennen und sowas. Das wäre schon sehr mühselig, aber naja, was man nicht alles tut. Es heißt natürlich nicht übrigens, dass ich alle Hecken überall jetzt alle Zäune wegplatzieren werde und nur Hecken mehr. Das spiele ich natürlich nicht, weil ganz ehrlich, ich kann, das sieht ja dann auch irgendwann mal hässlich aus. Sowas wird natürlich nicht passieren. Sondern jetzt rein aus Interesse. Kann man Hecken wirklich umgestalten? Geht das? Nope, geht natürlich nicht. Wäre auch zu geil gewesen. So eine Regenbogenhecke. Boah, wie cool das aussehen würde. So, ich fange jetzt hier mal an. Ich werde mich natürlich wieder einmal mindestens verbauen, das ist auch klar. Hashtag like, Guckser. Hier müssen wir eine Absperrung machen. Und natürlich darf ein Zugang nicht fehlen. Und das ist, ich glaube, das mache ich hier gleich. Oder soll ich hier? Boah, es ist schwer zu sagen, weil alle Hecken, die haben eine gute Position. Ich glaube, ich mache es hier. Und hier bauen wir jetzt weiter. Dann, der Kirschbaum ist natürlich eine schöne Ecke. Steht gerade gut. Trotzdem wieder mal kurz die Sicht. Ja, es reicht vollkommen. Das hingegen war schon wieder falsch. Warte, kann ich nicht theoretisch... Ich sammle das kurz nochmal ein. Also ich muss hier wieder herkommen. Das ist natürlich wichtig. Das heißt, ich mache hier vor mal. Damit ich trotzdem auf den gleichen Nenner komme. Lücken lassen ist natürlich auch nicht so cool. Ich hatte anfangs mal die Idee, dass ich so Hecke-Zaun mache, aber... Das habe ich dann schnellstmöglich wieder gelassen, weil das sah halt überhaupt nicht cool aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, der Kirschbaum ist ein bisschen falsch platziert. Ah, ich habe doch die Birnen mit, nicht wahr? Ja, gut. Dann muss der hier raus. Sorry, aber der passt überhaupt nicht. Beziehungsweise, wenn ich jetzt so runtergehe und die wieder einsammle... hier so drei hinmache, dann wäre hier noch ein Blumenbeet und sowas möglich. Ich weiß halt nicht. Bei Hecken ist es allgemein sehr fragwürdig, ob diese Bäume dazwischen, ob die wirklich so gut sind. Blumensaat habe ich auf jeden Fall noch, das ist klar. So, dann würde ich sagen, hier ist auch schon wieder komisch. Wartet. Weil ich finde, sowas zum Beispiel sieht nicht schlecht aus. Den Stein lasse ich auf jeden Fall, dann kann ich hier nochmal Blumen hinmachen. Ja, und hier kann ich noch abtrennen. Wenn es gehen würde. Ach so, das ist ein Eimer. Okay, gut, da geht's nicht. Außer ich verschiebe den Eimer mal ganz kurz. Ein Stück. Dann würde es sich, glaube ich, ausgehen. Aber dann komme ich halt hier nicht mehr durch. Ich mach's trotzdem mal. Jo. Okay, hier ist eine Laterne. Gut, dann ist hier schon mal abgesperrt. Das heißt, ich kann hier dieses Bereich nur mal betreten, wenn ich hier auch wirklich lang laufe. Und hier fliegt gerade ein Ding herum. Gönn ich mir. Let's go! Und bitte sag ja sowas Gutes drin. Wo habe ich es? Rechts oben. Einen 5000 Sterne, ich sage, okay, ein bisschen Geld. Über Geld beschwert man sich ja bekanntlich nie. Ja gut, dann gehe ich jetzt nochmal kurz ins Haus rein und werde da... Agrariesfalter! Nur noch fangen. Er fliegt... Nein! Hä, nicht mit mir. Dieses Mal spielen wir keine Verfolgungsjagd. Ich verspreche mir auch immer wieder Agrariesfalter, sage ich immer. Agrariesfalter heißt in Wirklichkeit. Ja, das ist schon wieder so ein Zungenbrecher, der für mich ein bisschen zu schwierig ist. Gut, dann platzieren wir ein paar Blumen und dann haben wir auf jeden Fall unsere Insel erneut ein bisschen verschönert und erweitert. Anschließend werde ich direkt nochmal das Insel-Image abfragen. Vielleicht haben wir Glück und das 5-Sterne-Image ist endlich erreicht. Aber ich glaube echt, dass das ein bisschen schwieriger ist, als nur das hier platzieren. Ansonsten nichts mehr. Gut. Dann schauen wir kurz mal, welche Blumen wir haben. Ich habe eins mal bei Gerd gut eingekauft. Eine Triumphtulpe, eine Unschuldsrose... Eine Virid Flora-Tulpe, die habe ich schon. Ich glaube, ich mache die Unschuldsrose, die habe ich noch gar nicht. Und auch eine... Warte mal, was haben wir da alles? Liebesrose. Okay.
und die Bernsteinrose. Ich nehme mal die Rosen auf jeden Fall mit und die Lilien, Pyrenlilien und Osterlilie kommen nämlich auch mit. Und die Rotlilie. Schauen wir mal, was da rauskommt. Machen wir so Dritteln einfach. Wenn erweitern können sie sich glücklicherweise nicht, also alles gut. Aber ich finde es halt blöd, weil zum Beispiel Berthold oben hat einen Gärtner, ich habe einen Gärtner. Und andere zum Beispiel haben gar nichts, so wie die hier. Deswegen, warum nicht einfach bei denen auch mal was hinsetzen? Deswegen fange ich hier jetzt schon mal an mit... Ich fange mit der Unschutzrose an. So. Ich habe auch schon gesehen, dass sehr viele Leute mittlerweile auch immer nur an den Ecken oder sowas Blumen hinsetzen. Finde ich dann halt zu viel, finde ich es auch nicht gut. So, also mal 4 Unschuldsrosen und ja, komm, 4 Liebesrosen. Oh, die Uhr schlägt. Wie spät haben wir es denn? Wartet. 16 Uhr schlägt sie. So spät heute schon. Krass. Wie die Zeit verfliegt. Gut, dann sind die schon mal platziert. Jetzt habe ich hier noch genug Möglichkeiten, um was anderes hinzusetzen. Und ich würde sagen, da fange ich jetzt erstmal mit den Rotlilien an. Ich weiß nicht, ob mich Susanne dafür hassen wird, weil ich glaube, die ist ja nicht so wirklich die Blumengießerin. Aber bitte, ich bin ja nicht so. Ah, mit dem Stein ist halt ein bisschen blöd gerade. Ich würde sagen, der Stein... Ja, komm, den Stein entferne ich. Gut. Theoretisch könnte man auch irgendwas anderes... Ein Vogelhäuschen oder sowas. Das war gerade falsch, das wollte ich nicht. Wartet. Da setze ich hier stattdessen mal kurz die Lilien hin. Ja, das sind die primären Lilien. Von denen habe ich tatsächlich letztes Mal von Lorena welche mitgenommen, weil ich die so cool fand. Haben sie schon gut etabliert. So, und hier würde ich sagen, kurz einmal, eine Bernsteinrose, nee, ist blöd. Da setze ich sowas hin. Gut, dann brauche ich ganz schnell nochmal eine Werkbank. So schnell es geht. Und ich setze einfach mal ein Vogelhäuschen oder sowas hin. Vorausgesetzt, ich habe die Materialien, natürlich. Oder halt irgendwas anderes. Ja, Vogelhaus wird gehen. Holz habe ich genug mit. Wäre sonst noch irgendeine Alternative? Der Fackel sieht blöd aus, auf jeden Fall. Nee, komm. Ich mache das Vogelhaus. Laterne steht schon dort, deswegen eine zweite brauche ich nicht hinstellen. Also kaufen und dann hinstellen natürlich. Kostet mir sonst nur unnötig Meilen. Allgemein sollte ich aber ein paar Laternen mal wieder kaufen. Ja, dann mache ich jetzt das hier jetzt so. Von der Bernsteinrose habe ich... Ja, sieht ja blöd aus, wenn... Na, komm, nee. Dann machen wir hier nochmal Rotlilien. Zur Abwechslung. Und hier dazwischen hauen wir jetzt... Hauen, natürlich. Was heißt, hier ist nicht genug Platz? Hier ist ja wohl genug Platz. Jetzt hat es genommen. Gehen wir hier jetzt schön das Vogelhäuschen hin. Gut, das heißt, die Fläche ist auch voll. Hier hätte ich jetzt noch die Alternative, irgendwas hinzusetzen. Und ich sehe schon, ja, das ist dieses Brocchiana-Ding. Dich gönne ich mir, wenn ich dich fangen würde. Jetzt habe ich dich. Den Namen werde ich mir nie merken können. Niemals, nie. So, kommen jetzt die Birnen alle zu mir. Ah, das ist blöd. Wenn eine verschwindet. Dann muss ich doch nochmal kurz ein bisschen dazwischen grätschen und kurz mal ein paar Bäume umpflanzen. Weil das kann ich hier nicht gebrauchen. Dass Früchte einfach verschwinden. Einmal den raus. Ich glaube, das ist ein normaler Laubbaum, nicht wahr? Jupp, so ist es gut. Dann setze ich hier jetzt den Birnbaum ein. Müssen die kurz mal die Plätze tauschen. Und hier jetzt der Laubbaum. Gut. Das heißt, Nelly und Susanne haben hier jetzt auch einen schönen Gärtner. Dann hier geht es natürlich raus. Kann hier rumlaufen. Am Strand herum.
hier komme ich. Lol, hier komme ich wieder rein. Ach, lol, da fällt eine Hecke. Ich wollte gerade überprüfen einfach, aber okay. Dann überprüfe ich das nochmal. Ich glaube, hier kann ich auch noch einen hinsetzen. Nee, hier geht nicht. Na gut. Dann die Fläche bleibt auf jeden Fall. Vielleicht setze ich hier auch noch irgendwas hin. Keine Ahnung, irgendwas Sitzplatzmäßiges. Ich werde mir das einfach lassen. Leute, auf jeden Fall, was ist mit der heutigen Folge? Ich habe jetzt ein paar Hecken platziert. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Oh, ich habe sogar noch meinen Nook mal. Also, nee, warte, es war noch nicht ganz die Folge. Es war noch nicht ganz. Ich will noch kurz das Ding gucken. Das schaue ich nachher. Das Insel-Image, das fehlt noch. Haben wir die 5 Sterne? Hier ist noch ein Geschenk. Ey, immer wenn ich die Folge beende, kommt irgendwas dazwischen. Oder wenn ich sie beenden möchte. Und jetzt habe ich wieder... Oh Gott, jetzt habe ich hier den Baum aus Versehen. Das war nicht der Plan. Da wollte ich nicht. So, was haben wir hier? Ein Raglan oder Raglan-Shirt, je nachdem. Insel-Image, das interessiert mich noch. Bitte. Bin ich noch gefragt, dass jemals zuvor habe ich die 5-Sterne-Bewertung? Ich glaube nicht. Da fehlt noch ein bisschen zu viel. Du machst dir so Gedanken um das Image von Delizien. Wir haben im Moment 4 Sterne. Nee, es hat noch nicht gereicht. Also ich bin mir relativ sicher, die 5 Sterne, da wird keine Ahnung, was auch immer sein. Was ist denn die aktuelle Meldung? Diese Insel ist sehr gut und ist mit vielen Füßen bewandert, die einen guten Teppich zu schätzen wissen. Besuche sind immer vorteilhaft und angenehm. Ja, dankeschön auf jeden Fall. Na gut, Leute, ich würde sagen, die Textboxen, die sparen wir uns jetzt noch. Jetzt beenden wir wirklich die Folge. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.